Ein weiteres Modell aus der ProStuff-Familie ist der 315 Gramm schwere ProStuff 97 Counterweight. Ein Tennisschläger, der ambitionierten Turnierspielern ein hohes Maß an Power und Kontrolle liefert. Ideal ist der Schläger für Spieler, die mit langen, druckvollen Schwüngen agieren und einen kleineren Schlägerkopf sowie Sweet Spot bevorzugen. Durch das höhere Gewicht ist es möglich, hohe Ballgeschwindigkeiten zu erreichen. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem ProStuff 97, wird durch die Counterweight-Technologie die Energie im Rahmen besser verteilt. Dies ermöglicht dem Spieler, über einen langen Zeitraum präzise und kontrolliert zu spielen. Auf dem Platz ist der Schläger ein echter Hingucker, der durch das schlichte, mattschwarze Design und die sorgfältigen Details auffällt. Der Wilson ProStuff Counterweight ist für mich eigentlich gut geeignet, weil ich ein aggressiver Grundlinienspieler bin und selber relativ schnelle Grundlinienschläge habe. Für Spieler, die jetzt nicht so schnell von der Grundlinie spielen und Schläger suchen, die mehr Beschleunigung von sich aus geben, ist der Schläger vielleicht nicht so geeignet. Aber auf jeden Fall für aggressive Grundlinienspieler, die mit Power spielen, die selber viel Dynamik haben, ist das der Schläger der Wahl. Den ProStuff 97 spiele ich selber und habe jetzt mal den ProStuff 97 auch getestet, den neuen, also den schwarz-matten Schläger. Ich finde, der schwarz-matte Schläger, er wirkt leichter, macht mehr Geschwindigkeit im Gegensatz zu dem älteren Modell und der macht einfach auch mehr Power. Man merkt das auch, wenn man ausholt, wenn man zum Ball hingeht, er bringt einfach mehr Kraft in den Ball hinein. Generell auch beim Aufschlag finde ich, das ist angenehm zu führen oben, auch vor allen Dingen rauszukommen, nach oben raus. Aber er ist mehr für Turnierspieler geeignet, also nicht für Allround-Spieler. Man muss genauer treffen, man muss versuchen, ihn mehr in der Mitte zu treffen, den Ball. Es ist nicht mehr so dieses Fehlerverzeihende. Aber im Endeffekt würde ich jedem Turnierspieler, der etwas mehr erreichen möchte und mehr machen möchte, auch so einen Schläger empfehlen. In dem Test wurde der Schläger mit einer hochwertigen Polyesterseite gespielt. Die Beseitungsstärke lag bei 25 Kilo längs und quer. Zusätzlich ist der Griff mit einem Overgrip versehen. Wollt ihr noch mehr Infos? Dann besucht uns auf tennispoint.de und findet alles rund um den Schläger und noch vieles mehr. Advantage You.